Ja, hallo, liebe Modellkauffreunde. Ich möchte euch heute wieder ein ganz besonderes Stück aus meiner Sammlung vorstellen. Mittlerweile schon auch wieder eine ziemliche Rarität. Und zwar den Road Warrior Interceptor von AutoArt. Ja, viele werden ihn natürlich kennen. Es ist das Filmauto aus dem Film Mad Max. Ja, kann man natürlich auch gut erkennen an der Verpackung. Natürlich den Filmstreifen. Und ja, heute möchte ich euch das Modell natürlich mal etwas näher zeigen, für die, die ihn nicht kennen. Bei dem handelt es sich natürlich um die Originalversion von AutoArt, sprich nicht die zuletzt erschienene Upgrade-Version, die viele natürlich kennen werden, die auch ziemlich teuer angeboten wurde. Und ja, bei diesem hier hat man noch etwas anderes Zubehör dazu. Werde ich euch gleich mal zeigen. Und zwar ist die Originalversion sehr gut zu erkennen an der kleinen Hundefigur. Ja, sieht man jetzt noch schlecht, werde ich euch gleich etwas genauer zeigen, aber zuerst mal zum Auto selbst. Wer den Hersteller AutoArt natürlich kennt, weiß, dass es eigentlich mit die höchste Qualität ist. Und ja, man sieht es natürlich auch gleich. Das Lackbild natürlich absolut erste Sahne. Hochglanzfinish bis in die kleinste Ecke. Ja. Und ja, das Modell hat natürlich einige Features, die, wer den Film kennt, natürlich sehr, sehr, sehr detailgetreu sind. Ja. Unter anderem hat das Modell zum Beispiel auch die kleine Bombe hinten unterm Auto, mit der Mad Max dieses Auto später in die Luft sprengt, im Film natürlich. Ja. Des Weiteren sind in dem Auto natürlich die typischen kleinen Macheten versteckt. Ja, man kann es schwer sehen, aber die befinden sich quasi einmal hier. Und natürlich einmal auf der Fahrerseite in der Tür. Beide natürlich zum Rausnehmen. Ziemlich cooles Feature, wie ich finde. Hier sieht man sie. Ziemlich klein, filigran, sehr detailgetreu. Auch natürlich die Autos selbst. Innenraum, die ganze Karre natürlich ohne die Türverkleidung, ja, auch die Beifahrerseite mit dem kleinen Notsitz. Und den vielen kleinen Spielereien da drin. Im Heck natürlich die Benzintanks. Vollkommen klar. Und in der Front natürlich der massive V8 Kompressor. Ja, sieht schon ziemlich hochwertig aus, wie man sehen kann. AutoArt typisch eben. Und ja, ist leider mittlerweile ziemlich schwierig zu bekommen, das Modell. Sehr, sehr teuer. Auch bei eBay mittlerweile nicht mehr so leicht zu haben. Ich habe sogar Preise gesehen, da wird das Ding über 1000 Euro angeboten. Ist natürlich, finde ich, extrem teuer, das muss natürlich nicht sein. Ja, auch wenn man Glück hat, kann man ihn schon recht günstig bekommen. Ja. Und ja, natürlich zum Zubehör selbst. Hier ist noch natürlich noch eine kleine Bauanleitung oder eine kleine Gebrauchsanweisung dabei, wie man die einzelnen kleinen Sachen, die dazu sind, benutzen kann. Und dort seht ihr auch die Hundefigur, die es nur bei der Originalversion gibt. Ja, bei der Upgrade-Version ist diese nicht mehr dabei. Und ja, das Zubehör zeige ich euch jetzt mal etwas genauer. Natürlich auch alles schön verpackt. Und da haben wir sie auch schon. Mad Max, sein Hund.
Ist eine Plastikfigur, also hat kein Fell, auch wenn es vielleicht in der Kamera jetzt ein bisschen so aussieht. Ist eben reines Kunststofftierchen. Und dazu gibt es natürlich einen kleinen Reifen mit einer Kette. Zwei einzelne Benzinkanister, ziemlich unspektakulär, schwarzes Plastik. Ja. Dann einen kleinen Karton von Dinky, also steht zumindest drauf, das ist im Prinzip der Hundefutterhersteller aus dem Film. Ich weiß nicht, ob man es, die Kamera kriegt es nicht ganz so hin, aber okay. Und zwei einzelne Döschen Hundefutter. Ja, hier kann man es ein bisschen besser erkennen. Steht Dinky drauf. Feine Sache, finde ich. Und diese Teile kann man natürlich am Auto auch verwenden. Mit den kleinen Säbeln, das habt ihr ja schon gesehen. Und die Benzinkanister kann man zum Beispiel hier hinten reintun. Ja, dann rechts. Ein links und der kleine Hundefutterkarton kommt hier hinten auf die Hutablage wie im Film und die kleinen Döschen natürlich dazu. Ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn es im Auto untergebracht ist. Und des Weiteren hat er ja auch eigentlich immer diesen komischen Reifen dabei, wozu der auch immer da sein soll. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen, denn dieses Auto sieht man ja nicht so oft und ja, ist auf jeden Fall ein cooles Sammlerstück, kann man nur empfehlen, wahrscheinlich auch sehr wertstabil und sehr, sehr im Wert steigend, wenn man noch einen günstig bekommen kann irgendwo. Sollte man auf jeden Fall zuschlagen, weil ist echt ein cooles Ding. Gerade wenn man auf die Filme steht, ja, speziell die Mad Max Filme halt. Und ja, ich finde es besonders cool. Ich habe viele Filmautos, werde ich euch im Laufe der Videos vielleicht mal noch vorstellen. Und ja, falls ihr Fragen habt zu diesem Modell, gerne unten in den Kommentaren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Und bis demnächst.